Es war einige Zeit später, als das Telefon im Laden klingelte. Ich war gerade in der Vorratskammer, um einen Eimer Salz für die Stufen vorne zu holen. Deswegen war Rosa diejenige, die rangehen musste. Ich konnte nur ihre Seite des Gesprächs hören und dachte nicht so viel darüber nach, bis ich das allerletzte Wort hörte. Oh, es gefällt mir. Ich denke, es wird eine Menge Spaß machen. Rosa. Ja, er ist eigentlich da. Wolltest du mit ihm reden? Klar doch, ich lasse es ihn wissen. Du auch, Spencer. Dann legte sie den Hörer auf. Oh, scheiße. Sie lächelte mich an und sagte, das war ein Freund von dir. Spencer Middleton? Sagte ich mit einem Seufzer. Ja. Wieder einmal sah ich, wie ihr glückliches Lächeln aus ihrem Gesicht verschwand. Ich schätze, sie konnte von meinem Gesichtsausdruck ableiten, dass das keine guten Neuigkeiten waren. Ich muss jemanden anrufen und dann ist es, glaube ich, an der Zeit, dir etwas zu erzählen. Damals in der Highschool wussten wir alle ziemlich genau, dass Spencer ein zertifizierter Psychopath war, aber wir wuchsen in einer kleinen, langweiligen Stadt auf und hatten nicht den gesellschaftlichen Rahmen, um solche Dinge zu verarbeiten. Ihm die Hilfe zu suchen, die er brauchte, war einfach keine praktikable Option und die meisten Leute sprachen einfach ein Gebet für ihn und hielten die Sache für erledigt. Irgendwann delegierte der Rektor die Verantwortung an den Schulberater bzw. Sportlehrer, der versuchte mit Spencer über seine Gefühle zu sprechen. Aber das war nur, als würde man versuchen, einen Fettbrand mit einem Pflaster zu löschen. Es gab damals ein Gerücht, dass Spencer derjenige war, der all die Hunde getötet hatte. Aber als ich meiner Mutter davon erzählte, sah sie mich nur an und sagte, nun, dann komm ihm nicht mit irgendwelchen Hunden zu nahe. Nachdem er von der Schule abgegangen war, trat er der Armee bei und arbeitete sich durch die Ränge nach oben, bis jemand seine, sagen wir, Talente erkannte und ihm eine spezielle Stelle in einem geheimen und schwarz finanzierten Programm gab, welche sich auf verstärkte Verhörtechniken spezialisierte, was nur eine schnieke Art und Weise ist, um Folter zu sagen. Es gibt keine offiziellen Aufzeichnungen von all dem und der einzige Grund, warum ich das weiß, ist, dass er mir, um die Zeit zu vertreiben, eines Nachts alles darüber erzählt hatte, während ich dabei war, mein eigenes Grab mit vorgehaltener Waffe zu graben. Ich konnte damals sein Handy klauen, während er von seinen blutrünstigen Erinnerungen abgelenkt war und einen Notruf per SMS an Deputy O'Brien absenden. Sie tauchte gerade rechtzeitig auf und verhaftete ihn, aber Spencer entkam nach nur wenigen Tagen und ist jetzt die letzten Monate auf der Flucht und es sieht bisher nicht so aus, als würde er demnächst gefasst werden. Manchmal ruft er mich bei der Arbeit an, um mich an die guten Zeiten, die wir zusammen hatten, zu erinnern und mir zu versichern, dass wir uns bald wiedersehen werden. Ich weiß nicht, ob es Glück war, dass ihn davon abgehalten hat, mich zu töten, oder ob der Sadist in ihm das Ganze absichtlich in die Länge zieht. Heute Abend sagte er Rosa, sie solle mich wissen lassen, dass er gerade in der Gegend ist. Was die Gründe betrifft, warum Spencer mich töten will, so möchte ich sagen, dass ich es vielleicht einfach verdiene und vielleicht nicht. Und wir sollten es dabei belassen. Das erste, was ich tat, war also O'Brien anzurufen, aber ich erreichte nur die Mailbox. Danach erzählte ich Rosa das alles. Sie hörte geduldig zu, bis ich fertig war und stellte dann die offensichtliche Frage. Hast du eine Knarre oder so? Für den Fall, dass er zurückkommt. Nein, Knarren sind nicht wirklich mein Ding. Wurfsterne, Bazooka, Flammenwerfer, Kettensäge? Irgendeine Art von Waffe? Nein. Scheiße. Vielleicht verdienst du es, umgebracht zu werden. Sollten wir nicht die Türen abschließen oder so? Ja, das ist so eine andere Sache. Spencer weiß, wie man in die Tankstelle reinkommt, auch wenn die Türen verschlossen sind. Er hat es schon ein paar Mal gemacht und wir haben nicht herausgefunden, wie. Mist, Mann, gibt es sonst noch irgendwelche schrecklichen Sachen über ihn, die du mir erzählen willst? Also, ja, ich habe einmal gesehen, wie Spencers Kopf halb abgeschnitten wurde und er auf dem Boden der Tankstelle verblutete. Und dann kam er trotzdem irgendwie ohne bleibende Schäden zurück. Nein, nicht wirklich. Die Tür der Tankstelle schwang auf, Rosa quietschte und sprang hoch. Hey Leute, sagte der betrunkene Mann in dem übergroßen Pelzmantel, als er in den Laden taumelte. Hi Jerry, erwiderte ich. Wo warst du? Wisst ihr, dass die Straßen alle gesperrt sind? Sagte er und ging der Frage aus dem Weg. Es spielte eh keine Rolle. Ich wusste die Antwort bereits. Rosa fragte, was ist denn los mit den Straßen? Jerry stützte sich gegen die Slushy-Maschine und antwortete, ich hab's im Radio gehört. Wenn ich etwas näher bei ihm gestanden hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich geschlagen. Gott weiß, dass er es verdient hat. Wirklich, Jerry? Das Radio? Wir haben eigentlich geschworen, nicht darüber zu reden, aber vor einiger Zeit begann Jerry ein kleines Hobbyprojekt. Er baute sich ein Kurzwellenradio aller Kriegsgefangener, einfach nur um zu sehen, ob er es kann. Er entwirrte einen alten Haufen Stahlwolle
und wickelte es um eine Toilettenpapierrolle, um als Induktionsspule zu dienen. Dann bediente er sich bei diversen elektronischen Gegenständen im Lager und hatte schließlich etwas, das tatsächlich ein paar lokale Sender mit ordentlich Rauschen empfing. Es empfing außerdem noch etwas anderes. Das Signal war zwar schwach, aber wenn wir das Radio an die richtige Stelle stellten, konnten wir einen Mann mit slawischem Akzent hören, der in einfachen, abgehackten, kurzen Sätzen Nachrichten, die sich auf die Stadt bezogen, vorlas. Das Seltsame war, dass er durchgehend sprach, egal was passierte, rund um die Uhr, den ganzen Tag, ohne eine Pause einzulegen oder sich zu wiederholen. Die Temperatur beträgt 29 Grad. Es gibt 3 Menschen mehr in der Stadt als gestern. Das Verhältnis von Schwein zu Mensch in der Stadt ist ungefähr 2,078:1. Der Bürgermeister schläft. Die Frau des Bürgermeisters schläft. Die Uhrzeit ist 20:16. Die Metzgerei ist geschlossen. Das Licht in der Highschool-Turnhalle ist an. Er spricht über die Menschen in der Stadt, was sie zum Abendessen essen, wie viele Paar Schuhe sie besitzen, ihre Lieblingsfarben und Zahlen, zufällige Fakten, manchmal zusammenhängend, manchmal nicht. Wir machten ein paar Experimente und fanden heraus, dass das Funksignal umso stärker wird, je weiter wir in den Wald gehen, und sobald wir von der Tankstelle aus in Richtung Stadt gingen, verschwand das Signal komplett. Wir hörten dem Ganzen ein paar Tage lang ab und zu, um in ereignislosen Schichten die Langeweile zu vertreiben, aber schließlich begannen wir uns ein wenig Sorgen zu machen. Die Dinge, über die er berichtete, waren immer so spezifisch und bizarr, und einiges von dem, was er zu berichten hatte, sollte eigentlich niemand wissen können. Wer liebte nicht mehr wen? Welche Schülerin war im Begriff herauszufinden, dass sie schwanger war? Welchem lokalen Restaurant stand der Besuch eines Gesundheitsinspektors bevor? Wie viele Tage blieb da Milch im Laden noch, bevor sie schlecht wurde? Und wer sie kaufen würde und wann? Wir hatten die Theorie aufgestellt, dass es sich nur um ein aufwendiges Kunstprojekt handeln würde, bis eines Tages die Stimme Jean Buckleys Tod bei einem Autounfall 8 Stunden vor dem Ereignis ankündigte. Dann fing die Stimme an, über uns zu sprechen. Er redete sogar quasi mit uns. Es gibt einen Mann an der Tankstelle. Er benutzt den Namen Jack. Er hat immer noch einen Milchzahn. Er wurde mit tödlicher familiärer Schlaflosigkeit diagnostiziert. Er ist eine Bedrohung Stufe 8. Er ist sich der Übertragung bewusst. Es gibt einen anderen Mann an der Tankstelle. Sein Name ist Jeremy. Er ist eine Bedrohung Stufe Echo. Er ist sich der Übertragung bewusst. Er ist 30 Jahre alt. Er schaut zu Jack. Die Männer an der Tankstelle haben einen Übertragungsempfänger gebaut. Jeremy an der Tankstelle bewegt sich auf den Übertragungsempfänger zu. Er demontiert den Übertragungs... Nach dieser Nacht schlossen wir einen Pakt, das Radio nie wieder zu benutzen und die Übertragung zu dieser langen Liste von Versuchs-zu-vergessen-Geschichten hinzuzufügen. Ich glaube, wenn die meisten Menschen auf ihr Leben schwören, etwas nicht mehr zu tun, dann tun sie es auch nicht mehr. Habe ich erwähnt, dass Jerry nicht wie die meisten Menschen ist? Da tobt ein verrückter Schneesturm, der schlimmste seit 10 Jahren. Alle Straßen, die in die Stadt führen, sind völlig unpassierbar. Du kennst das Prozedere. Obligatorische Ausgangssperre, Ausnahmezustand, Katzen und Hunde leben zusammen. Jerry winkte mit den Armen dramatisch in die Luft. 2 Tote, 1 vermisst. Er schnappte sich einen Becher, füllte ihn mit einem nach Kirschcola schmeckenden Slushy und fing an, ihn auszutrinken. Wenn alle Straßen unpassierbar sind, woher zum Teufel kommst du dann gerade? Fragte Rosa. Ich flüsterte ihr zu. Erinnerst du dich, wie ich dir gesagt habe, dass du das seltsame Zeug ignorieren sollst? Jerry schrie. Was ist los? Schrie Rosa. Brain Freeze! Nun, sagte ich, immerhin haben wir noch. Dann fiel der Strom aus und die Tankstelle lag in völliger Dunkelheit. Ich benutzte die Taschenlampe meines Handys, bis ich unsere Kiste mit Notfallvorräten finden konnte und schaffte es dann irgendwie, sie mit einer Hand aus der Vorratskammer zu ziehen, während ich beide Krücken in der anderen hielt, und ich bin sicher, Jerry wollte nur freundlich sein, indem er mir erlaubte, das alles allein zu machen, damit ich meine Unabhängigkeit und mein Selbstwertgefühl behalten konnte oder so. Aber mal im Ernst, Junge. Du siehst mich dieses verfickt schwere Teil schleppen und du bietest mir ernsthaft nicht deine Hilfe an? Als ich es an die Vorderseite des Ladens geschafft hatte, setzte sich Jerry im Schneidersitz hin und fing an, durch die Box zu wühlen und Vorräte an uns 4 zu verteilen. Ich hatte eine Menge extra Batterien, ein halbes Dutzend Taschenlampen, etwas abgefülltes Wasser und Notfallrationen, Streichhölzer, Leuchtkugeln und mehr als genug... Moment. Uns 4? Heilige Scheiße, rief ich und fummelte an der Taschenlampe, die Jerry mir gerade gegeben hatte, herum.
Nach ein paar schmerzhaft unangenehmen Sekunden gelang es mir, das verdammte Ding anzubekommen und ich richtete den Strahl auf alle anderen Schatten im Raum. Jerry, Rosa und Deputy O'Brien. Macht sie was aus, mir nicht direkt ins Gesicht zu strahlen mit dem Ding? Fragte sie. Deputy Amelia O'Brien war die neueste in einer ständig wachsenden Liste von Deputy-Babysittern, die der Tankstelle zugewiesen wurden. Einige von ihnen sind gestorben, einer von ihnen wurde verrückt und jetzt gibt es sie. Knallhart, aus Brooklyn hierher versetzt, einen zuckenden Abzugsfinger und bekannt dafür, so viele Fix zu geben, wie es Planeten mit Namen Pluto gibt. Sie war ein sehr willkommener Anblick. Tut mir leid, sagte ich und richtete die Lampe wieder nach unten. Seit wann bist du denn hier? Seit gerade eben, während du am Schrank herumgewerkelt hast. Ich habe euch vor 30 Minuten angerufen, um zu sehen, wie es euch geht, aber niemand ist rangegangen. Ich bin fast 10-mal gestorben, als ich versucht habe, durch diesen Schneesturm hierher zu fahren. Was zum Teufel war los? Rosa hob den Kopf. Oh, wir waren wahrscheinlich draußen bei der Beerdigung, als du angerufen hast. O'Brien löste die Waffe an ihrem Halfter und sagte... Was? Ich erklärte schnell. Es war für einen Haufen Mäuse. Jerry starrte mich an. Und du hast mich nicht eingeladen? O'Brien schüttelte den Kopf und sagte... Das erklärt eigentlich gar nichts. Ich atmete tief durch und teilte ihr die schlechte Nachricht mit. Es ist gut, dass du trotzdem hier bist. Spencer hat wieder angerufen. Er sagt, er ist in der Gegend. Jerry öffnete eins der Notfallpakete mit Trockenfleisch, nahm einen Bissen und sagte dann... Der Junge ist so verliebt in dich. Der Deputy hob eine Augenbraue, als sie die Anwesenheit der Neuen realisierte. Wer bist du? Hi, ich bin Rosa. Es ist mein erster Tag. Amelia O'Brien. Wirklich? Sie sehen gar nicht aus wie eine O'Brien. Wie sieht denn eine O'Brien aus? Eine unangenehme Stille folgte, die Jerry durchbrach, indem er rief... Yeah! Wir haben endlich den Bechdel-Test bestanden. Das war eine schöne Abwechslung. Normalerweise, wenn wir an der Tankstelle gefangen sind, ist es ein totales Würstchenfest. Normalerweise? Das ist schon mal passiert? Fragte Rosa. Ein oder zweimal, antwortete ich. O'Brien sprach in ihr Walkie-Talk. Zentrale, hier ist O'Brien. Hört ihr mich? Ende. Stille. Zentrale, hört ihr mich? Ende. Mehr Stille. Sie seufzte und kramte einen Dollar aus ihrer Tasche hervor und gab ihn mir, als sie sagte... Ich muss das Telefon im Laden benutzen. Aber bevor ich das Geld überhaupt nehmen konnte, klingelte bereits das Telefon. Sie warf mir einen Blick zu und sagte, Hey, Krücke, heb ab und mach den Lautsprecher an. Ohne nachzudenken, steckte ich die Taschenlampe in meinen Mund und ging zur Theke. Als ich dort ankam, griff ich nach dem Hörer, spuckte dann aber die Taschenlampe aus und schrie, Oh mein Gott! Was? Rief O'Brien zurück. Das Ding war mit den Mäusen in einer Schachtel, weiß der Geier, was sie damit gemacht haben. Und ich hab's einfach in den Mund genommen. Das Telefon klingelte noch ein paar Mal, bevor O'Brien sagte, Geh einfach an das verdammte Telefon. Das habe ich dann getan. Hallo? Hallo Jack, es ist viel zu lange her. Ich habe auf Lautsprecher gestellt. Hi Spencer. Wer ist deine neue Freundin? Ich sah O'Brien an, die eine seltsame Handgeste machte, welche vielleicht, lass ihn weiterreden bedeutete. Oder vielleicht, ja, lass uns die Bank ausrauben. Im aktuellen Kontext nahm ich an, dass es das Erstere war. Ozzy? Das Mädchen, mit dem du vorhin gesprochen hast? Er ist meine neue Jiu-Jitsu-Lehrerin. Ich musste den letzten feuern, weil er sagte, er hätte mir bereits alles beigebracht. Ich hab ziemlich viel trainiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Außerdem bin ich jetzt größer. Sie sieht für mich nicht wie eine Jiu-Jitsu-Lehrerin aus. Und der Deputy neben ihr auch nicht. Und ist das Jerry? Er sieht betrunken aus. O'Brien zog ihre Dienstpistole heraus, legte sie über Kreuz mit der Taschenlampe in ihre anderen Hand und begann, sie auf jedes Fenster und die Türen zu richten. Jerry sieht immer betrunken aus, sagte ich. Hey! Rief Jerry mit einem Schluck auf. O'Brien nahm mir das Telefon ab und schlug es auf die Gabel, bevor sie rief. Alle weg von den Fenstern. Jack, nimm die anderen und schließ dich in die Vorratskammer ein. Los! Ich seufzte und sagte. Na gut. Die nächsten Stunden waren ziemlich langweilig.